Aufgabenteil C der Abiturklausur 2007 und zwar der Aufgabe 2b. Und jetzt sind wir im Aufgabenteil C. Ja, lustig. Und der hat was mit Grenzwertberechnung zu tun. Wir haben ja gesehen, dass wir die Grenzen des Definitionsbereichs, hatten wir in Aufgabenteil A, war ja 0. Das heißt, wir durften 0 nicht einsetzen, weil dann hier Error rauskommt. So. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Aufgabe, die relativ simpel ist, weil wir sollen mit Probeeinsetzung für x kleiner gleich 0,3, mindestens drei Probeeinsetzungen sollen wir machen mit x kleiner gleich 0,3 und dann sollen wir unsere Vermutung sollen wir schildern oder aufstellen. Das heißt, ich nehme 0,1, 0,01, 0,0001. Halt, eine Null zu viel. Boah, schönes Ding hier. Blutet die Tafel. Gut, so. Bei 0,1, das tippt man in den Taschenrechner ein. Ich bin dabei, irgendwie mir was auszudenken, dass ich hier auch den Taschenrechnerkursus mal machen kann. Da kommt 0,02 raus. Hier kommt 0,0003 raus. Hier kommt 0,00004 raus. So. Die Vermutung ist, dass Limes für x gegen 0, und zwar von rechts, also das bedeutet dieses Plus hier, für diese Funktion gleich 0 ergeben wird. Denn diese Zahlen hier streben sogar schneller gegen 0 als die x-Werte, als ich jetzt persönlich die x-Werte gegen 0 habe streben lassen. Und das ist ein relativ klares Indiz. Wenn hier 20, 30, 35 gestanden hätte, dann hätte man nicht unbedingt gegen unendlich tippen können, wobei man da mit Sicherheit dann einfach extremere Sachen eingesetzt hätte. Ja? Das heißt, hier sollen wir unter 0,3 sein. Ja gut, und die sind ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel. Man hätte ja auch ein Millionstel eingeben können, um mal wirklich genau zu wissen, was da Sache ist.